Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres großen dreiteiligen Metroid Specials. Das letzte Mal haben wir uns ja mit den Anfängen der Serie auf dem NES und dem grandiosen Super Metroid beschäftigt. Ja, aber nach diesem Super Metroid, da wurde es irgendwie sehr still um Samus Aran und die Weltraumpiraten. Und während alle großen Nintendo-Serien, wie zum Beispiel Zelda und Super Mario, ihren Einstand in der 3D-Welt auf dem N64 feierten, ja, da war weit und breit keine Spur von einem neuen Metroid. 2002 kam erst der neue Teil damals, Metroid Prime, auf dem GameCube raus. Und weil alle guten Dinge drei sind, folgten noch zwei andere Prime-Teile, dass wir jetzt von einer waschechten Trilogie berichten können. Und genau darum geht's heute. Die schauen wir uns näher an. Also viel Spaß! Die zweite Hälfte der 90er Jahre ist videospieltechnisch vor allem von einem Trend geprägt. 3D. Eine erfolgreiche Serie nach der anderen schafft den Sprung von flachen Hintergründen hin zu Welten mit Tiefgang, in denen sich der Spieler verlieren kann. Nur auf eine Serie warten Videospielfans weltweit vergeblich. Metroid. Um eine Serie von 2D in 3D zu transportieren, braucht es ein echt gutes Studio. Wenn es fehlt, dann schlägt es echt sehr oft fehl. Zum Beispiel in Mega Man. Es gab es einmal in 3D, es war furchtbar. Mario hat geklappt, Samus hat auch den Sprung in die dritte Dimension perfekt überlebt. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es braucht eben einfach ein kreatives Konzept und eine große Portion Glück. 2002 ist es endlich soweit und die Zeit ist reif für ein neues Metroid-Abenteuer. Bei den Retro Studios in Austin, Texas entsteht der erste 3D-Ableger, Metroid Prime, für den Nintendo GameCube. Viele Spieler staunen nicht schlecht, denn Metroid Prime überrascht mit einer komplett neuen Perspektive, nämlich der Ego-Perspektive. So ist der Spieler noch näher am Geschehen und blickt quasi direkt durch die Augen von Samus Aran. Als ich das erste Mal Prime gesehen habe bei der E3, das Video davon, da dachte ich, oh mein Gott, das kann echt nicht wahr sein. Die haben das echt hingekriegt und das sieht unfassbar gut aus. Metroid Prime wurde angekündigt als Ego-Shooter und das war in der Zeit, als ich Konsolenshooter noch gehasst habe. Da bin ich überhaupt nicht klargekommen mit dieser Stick-Steuerung, aber als ich es dann angespielt habe oder auch eine längere Zeit gesehen habe, habe ich gesehen, dass erstens die Steuerung wirklich sehr clever gemacht war, dass sich alles, hat sich sehr viel auf dem Niveau des Horizonts bewegt, man musste nicht sehr viel nach oben und unten gucken. Und man hat wirklich das Gefühl, in dieser Person drin zu stecken, weil man es ja nur durch den Visor sieht, also durch diesen Helm von Samus und da spiegeln sich ja auch dann Sachen drin und man kriegt dann Schleim ab von irgendwelchen Gegnern, die man gerade zerschossen hat. Man sah Wasserperlen runterlaufen an dem Visor, man sah Eiskristalle, wie sie sich drauf bilden. Man fühlte sich wie in einem echten Weltraumanzug Mutterseelen allein auf diesem Planeten und man hat ihn genauso erkunden müssen wie in einem Super Nintendo Spiel und allen davor. Ich war total begeistert, ich war total aufgeregt und dachte, oh mein Gott, das kann nicht sein, dass sie das wirklich hinkriegen. Es war nie zu viel los. Dank des Lock-on-Features hatte man auch nicht die Probleme, den Gegner im Blick zu behalten. Und außerdem, und was wirklich toll ist, wurde die Atmosphäre der Serie 1:1 beibehalten. Es war immer noch genauso spannend, atmosphärisch. Man fühlte sich genauso alleingelassen und verloren auf diesem Planeten. Also blieb sich Metroid treu, man hat nur die Perspektive gewechselt. Genau wie auch in den Vorgängern ist ein zentrales Spielelement von Metroid Prime das Erforschen eines fremden Planeten. Dank neuer Fähigkeiten wird der Spieler immer wieder gezwungen, zu bereits besuchten Orten zurückzukehren, um so das Abenteuer zu lösen. Auch in den 3D-Spielen musste man öfters mal im bereits besuchte Level zurückkehren, um mit neuen Fähigkeiten neue Wege zu finden. Ich fand das ehrlich gesagt leichter in 3D als in 2D, denn so ein 2D-Level sieht immer etwas gleich aus, auch wenn die Farben und Hintergründe sich vielleicht ändern. Aber ich hatte meine Probleme, mir da zu merken, in welchem Raum genau es jetzt weiterging. Und die Ingame-Karte fand ich jetzt auch nicht so toll. Ich bin kein Mensch, der auf Karten nachschaut. Das 3D-Spiel hatte durch die 3D-Umgebung weitaus mehr Charakter. Da konnte ich mir wirklich Stellen besser merken, wo irgendwas war und wo ich mir eine geistige Notiz gemacht habe, da geht's weiter. Also ich fand das in 3D sogar besser mit dem Backtracking als in den 2D-Spielen. Metroid Prime ist weltweit ein Riesenerfolg, weshalb es kaum verwundert, dass Samus Arans Ego-Trip schon 2004 in die nächste Runde geht.
Metroid Prime 2 Echoes erscheint wieder für den GameCube, bevor sich Samus 2007 auch auf Wii ins Abenteuer stürzt. Metroid Prime 3 Corruption ist der würdige Abschluss dieser besonderen Trilogie. Mit dem dritten Teil eine neue Steuerung gebracht natürlich und endlich mal gezeigt, wie man Ego-Shooter auf der Wii richtig macht. Auf dem Cube war die Serie zweifelsohne extrem gut, auf der Wii war sie perfekt. Wie man die Türen dann so mit der Hand aufmachen musste, so mit dem Drehen und das Zielen mit der Wii Remote, das waren schon Aspekte, die fand ich richtig gut. Und außerdem bemerkte ich dann auch die Rätsel, die haben es in sich bei dem Spiel. Das ist auch so ein Element gewesen, kannte ich dann von Super Metroid nicht. Lässt sich perfekt drehen, man kann sich frei bewegen damit und hat nicht das Gefühl, dass man mit zwei Analog-Sticks rumhantieren muss. Man kann auch viel, viel besser auf Gegner schießen, die besser anvisieren. Das ist echt eine perfekte Steuerung. Die Pointer- und die Gestensteuerung ist exzellent, das liegt aber auch an einem cleveren Spieldesign. Anders als bei klassischen Ego-Shootern muss man sich auch bei Metroid Prime 3 nicht ständig nach oben und nach unten und umgucken und sich schnell umdrehen. Das ganze Spielgeschehen findet in einem ruhigeren Tempo statt, man hat Zeit, die Gegner ins Visier zu nehmen und insgesamt ist es einfach auch durch die Gesten, wie zum Beispiel Türen öffnen, wo man dann die Hand dreht und ein bisschen bewegt, einfach sehr viel mitreißender und atmosphärischer, als das bisher der Standard war. Das hatte einfach perfekt geklappt und das ist auch wirklich danach logisch gewesen, dass man die anderen Teile nochmal umsetzt dann in der Trilogie und den Spieler nochmal ermöglicht, mit dieser Steuerung voranzukommen. 2009 erscheint eben diese Metroid Prime Trilogy Box für Wii. Auf der Disc finden sich alle drei Teile der Prime-Reihe mit neuer Wii-Steuerung, sodass jeder Spieler das Abenteuer nochmal ganz neu oder aber eben zum ersten Mal erleben kann. Das Remake ist erst einmal extrem gut, denn wir bekommen für knapp 50 Euro drei Spiele, die bei uns in der Wertung jeweils 94% abgeräumt haben. Insofern dreimal perfekte Unterhaltung, super Spiel. Ich finde, die Steuerung passt auch super zur Serie, weil man eben dann direkt hier seine Ziele anvisieren kann und das macht das Ganze extrem lebhaft. Interessant ist übrigens auch die Story der Metroid Prime Trilogy. Obwohl die drei Ego-Shooter die aktuelle Speerspitze der Serie darstellen, erscheinen sie in der Chronologie ganz zu Beginn. So finden die Abenteuer unmittelbar nach Samus' erstem Abenteuer für NES und vor Metroid 2 für den Game Boy statt. Ja, es wäre die Story von Metroid nicht schon verwirrend genug, wird in der Prime-Trilogie noch ein komplett neuer Storystrang angefasst. Und zwar entdeckt da Samus auf einem Planeten das sogenannte Phason oder Phasen. Und es ist eine Art blauer Kristall, der schon wieder unglaublich viel Energie und Fähigkeiten mit sich bringt. Die Weltraumpiraten sind auch scharf drauf und im zweiten Teil öffnet sich dann auch noch der Portal in eine Art Parallelwelt, eine dunkle Samus entsteht, also ein böser Zwilling von Samus. Alles wieder ganz verwirrend, ganz abgefahren, aber das sind trotzdem atmosphärische und gute Spiele, wo es meiner Meinung nach diesen ganzen komplizierten Story-Überbau gar nicht nötig hätte. In 2010 wird nun ein neues Kapitel um die Kopfgeldjägerin Samus Aran, die Metroids und natürlich die fiesen Weltraumpiraten aufgeschlagen. Metroid Other M erscheint am 3. September exklusiv für Wii und verspricht wieder zahlreiche neue Innovationen und eine Menge Spaß für Weltraumabenteurer. Ich habe selbst noch nicht gespielt, ich habe nur bisher Videos gesehen und bin sehr gespannt, wie das so funktioniert, dass man einmal in 2D herumläuft und wenn man dann genauer dann zielen will, dann ist es auf einmal in 3D-Sicht. Ob man da so ganz schnell umschwingen kann, ich bin gespannt, wenn das Spiel rauskommt. Also ich würde bis jetzt keine definitive Aussage machen, nur dass es ein Metroid-Spiel ist und Metroid-Spiele waren bisher eigentlich immer gut.
Es macht aber einen guten Eindruck. Es bleibt seinen Wurzeln treu, das heißt Atmosphäre, Erkundung und seltsame Weltraumpiraten und komisches Getier. Ich bin neugierig, wie die neue Mechanik mit den Ego-Shooter-Sequenzen, die man einfach aus dem 2D-Gameplay heraus starten kann, ob das wirklich gut funktioniert und ob es sich so gut anfühlt. Das ist schwer in Worte zu fassen, aber es muss diesen Charme haben und diesen Charakter, den bis jetzt alle Metroids hatten. Und ich glaube nicht, dass Team Ninja das verbockt. Schon wieder vom zweiten Teil unseres großen Metroid Specials. In 2 Wochen sehen wir uns schon wieder beim dritten und finalen Teil und in dem dreht sich alles um Metroid Other M, der neueste Teil der Weltraumsaga. Der erscheint nämlich am 3. September. Also, es lohnt sich bestimmt reinzuschalten. Und es lohnt sich auch in der nächsten Woche die Nintendo News anzugucken, denn wir sind nicht mehr im Studio, nein, wir sind in Köln bei der Gamescom. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort vielleicht mal persönlich sehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.